Auftritte vor Zehntausenden. Für Sängerin und Komponistin Lailit kein Problem. Trotzdem spielt sie auch gerne vor einem kleineren Publikum. Die Aufgaben einer Sängerin auf einer großen Bühne und auf einer kleinen Bühne sind unterschiedliche. Also ich habe schon vor 60.000 Leute gespielt, da bist du natürlich, das ist ein anderes Gefühl. Ja, da kommt eine andere Wucht drüber. Gleichzeitig die Nähe, die du hast beim Publikum, das direkt vor dir ist, das kleiner ist, wo du jeden irgendwie siehst, hat auch was total Magisches. Am Samstag eröffnet die gebürtige Innviertlerin das Heimspiel im Posthof. Bis März treten dort an 19 Abenden österreichische Künstler auf. Ein Heimspiel ist immer sowas zum Entdecken. Das ist so ein bisschen die B-Seite von der Single, wo man nicht weiß genau, was ist es denn. Aber es ist im Posthof und es ist empfohlen, also das heißt, es kann nicht so schlecht sein. Und es ist eine Mischung aus schon arrivierten Künstlerinnen und Künstlern und gleichzeitig auch wirklich Neuentdeckungen. Von Musik über Impro-Theater bis hin zu Kabarett. Einige der Künstler noch unbekannt, die Auswahl deshalb umso schwieriger. Es ist ein Fingerspitzengefühl. Es ist ja nicht alles von den Jungen, wo du sofort sagst, das ist super. Es ist ja sozusagen gerade im Kabarettbereich, je öfter du etwas spielst und je öfter du auf der Bühne stehst, desto besser wirst du ja. Ja? Also das gehört ja alles auch eingespielt. Also wir versuchen Talent auch schon in kleineren Dosen zu erkennen und dann mitzuhelfen, auch mit vielen Gesprächen, wie man das verbessern kann. Außerdem, beim Heimspiel sind mehr als die Hälfte der Künstler Frauen. Das ist auch das Motto von Next Bruckner. Die Konzertreihe von Ina Regen bringt weibliche Popmusik in den Posthof. Das ist der erste Abend, Lailit, mit der These, Bruckner wäre 24 stark weiblich, weil gerade in der gesamten Welt die Frauen komponieren und erfolgreich sind, ob das die Taylor Swift ist, ob das die Dua Lipa ist oder auch die Phoebe Bridges. Frauen und ihre Songs geben gerade den Ton an. Eine von ihnen ist die Innviertlerin Lailit. Grundsätzlich geht es mir einfach nur darum, ehrliche Musik zu machen. Ich finde, bei dieser Überflutung der momentanen Zeit und auch diesem vielen Plastikpop ist mir immer wichtig, wirklich ehrlich die Inhalte zu präsentieren und auszudrücken. Alle heimischen Nachwuchskünstler sind ab Samstag bis 9. März im Posthof zu sehen. Die Infos gibt's online.